Moin Moin! Heute erkläre ich euch, wie ihr euch ganz einfach mit dem WLAN der Universität verbinden könnt. Das WLAN heißt EduRoam und ihr könnt euch damit weltweit auch an anderen Hochschulen ins Internet einwählen. Die Einrichtung unseres MacBooks können wir entweder zu Hause oder noch besser auf dem Campus durchführen. Damit das reibungslos gelingt, benötigt es einige Vorbereitungen. Zumindest sofern wir schon mal versucht haben, uns irgendwie mit den WLANs zu verbinden und das nicht richtig funktioniert hat. Diese WLANs hier werden auf dem Campus ausgestrahlt und wir werden jetzt einmal versuchen, das WLAN muss natürlich auch aktiviert sein, wir werden versuchen, diese erst einmal komplett zu tilgen vom Computer. Dazu habe ich Systemeinstellungen Netzwerk öffnen angeklickt. Wähle jetzt den Unterpunkt WLAN, sonst funktioniert das nicht, wenn da links noch irgendwas anderes angeklickt ist. Klicke auf weitere Optionen und sehe hier alte WLANs, mit denen ich mal versucht habe, mich zu verbinden. Okay, die müssen jetzt weg, damit das andere jetzt sauber funktioniert. Klicke ich jeweils an und auf das Minus. Euer Heim-WLAN könnt ihr natürlich drin lassen, das ist klar, nur die vom Campus hier. So, okay. Und anwenden. Damit ist euer Gerät jetzt sauber und jetzt kommt es zur wichtigsten Vorbereitung. Um EduRoam nämlich einrichten zu können, benötigt ihr eine funktionierende Internetverbindung, zumindest temporär. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr einfach in euer WLAN zu Hause gehen, da hat man ja normalerweise Internet. Oder ihr verwendet einen der Netzwerkports, die vor allem in den Hörsälen reichlich vorhanden sind. Dazu braucht ihr einfach ein Netzwerkkabel, steckt es rein und fertig. Oder ihr verwendet meine Lieblingslösung, und zwar das Ersatz-WLAN, das wir für diesen Zweck für euch eingerichtet haben. Das kann man temporär einmal benutzen und das werde ich euch auch hier demonstrieren. Und zwar gehen wir wieder nach oben zu diesem WLAN-Symbol und wählen dort das Ersatz-WLAN aus, das heißt Uni-Studenten. So, jetzt kommt hier eine kleine Herausforderung, und zwar muss man für dieses Ersatz-WLAN einen Netzwerkschlüssel eingeben. Den können wir natürlich nicht einfach so hier im Internet posten. Deswegen wird euch nun eine URL angezeigt, unter der ihr diesen Netzwerkschlüssel abrufen könnt für Studenten. Und verbinden anklicken. So, jetzt flackert das da oben schön. Mal gucken. Jo, verbunden. Und, jetzt öffnet sich automatisch ein Fenster. Das hat nichts mit dem Klick da oben zu tun gehabt gerade. Hier geben wir jetzt einfach unseren Benutzernamen. Das ist unsere Matrikelnummer. Und unser Passwort ein. Das sind beides die Netzzugangsdaten, die ihr mit den Immatrikulationsunterlagen erhalten habt. Wir klicken auf Login, warten ein bisschen, werden weitergeleitet und oh Freude, es hat funktioniert. Wir sind online. Damit sind unsere Vorbereitungen endgültig abgeschlossen und wir klicken den Safari an. Da EduRoam ein sehr sicheres Netz ist, benötigen wir Sicherheitszertifikate, die wir über unifl.de/eduroam erreichen. Wir landen auf dieser Seite, die unser Betriebssystem anzeigt. Wir klicken darauf, auf den großen Button, warten einen Moment und klicken auf Fortfahren. Damit wird das Zertifikat eingerichtet, beziehungsweise die drei, die hier gerade angezeigt wurden. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Unsere Zugangsdaten für EduRoam. Warum betone ich das so? Für EduRoam, weil es diesmal nicht nur unsere Matrikelnummer ist, wie normal, sondern gefolgt von einem @uniflensburg.de. Das ist deshalb so wichtig, weil EduRoam ein weltweites System ist. Wenn ihr jetzt an einer beliebigen anderen EduRoam-Universität seid, sei es in Paris, Rom oder San Francisco, dann können die identifizieren, aha, der Mensch kommt jetzt aus der Uni Flensburg und dort wird dann seine Matrikelnummer geprüft. Wir klicken auf Installieren und müssen noch das Administrationspasswort unseres eigenen Rechners angeben. Das kennt ihr ja sowieso schon, wenn ihr mit einem MacBook arbeitet. Okay. Und wenn uns jetzt keine rot blinkende Meldung entgegenspringt, hat es offensichtlich funktioniert. Wir haben EduRoam eingerichtet. Randios. So, jetzt schließen wir mal die Fenster hier noch. So, noch einen kleinen Zwischenschritt für die Leute, die vorhin dieses Ersatz-WLAN Uni-Studenten verwendet haben. Das kicken wir nämlich jetzt mal raus, weil das immer noch verbunden ist und wir wollen ja, dass EduRoam unser automatisches Netz ist. Also klicken wir wieder auf Systemeinstellungen Netzwerk öffnen. So ein bisschen wie vorhin. Klicken da links wieder WLAN an und unten weitere Optionen und schmeißen jetzt einfach dieses Uni-Studenten, dieses temporäre Ersatz-WLAN raus aus der Liste, wieder mit dem Klick auf das Minus, damit nur noch EduRoam unser Campus-WLAN ist. Okay, anwenden, da oben flackert es wieder schön und jetzt sind wir tatsächlich mit EduRoam verbunden, sehr gut. Weil wir aber lieber wissen, statt einfach nur zu vermuten, klicken wir mal unten auf den Safari nochmal und rufen mal irgendeine Webseite auf, um zu sehen, ob wir wirklich online sind. Und
Tada! Es hat funktioniert. Ja, fantastisch. Ich gratuliere dir, du hast es hinbekommen. Damit hast du dein MacBook nun so eingerichtet, dass es überall automatisch ins WLAN EduRoam kommt, egal ob auf dem Campus in Flensburg oder einer der zahlreichen EduRoam-Partnerhochschulen in der ganzen Welt.